Guten Tag, liebe Leute an den Bundesschulen. Hier ist Lorenz Wetters von der Firma UNTIS und ich werde in diesem Video erklären, wie die QB-Stunden mit UNTIS angelegt und verplant werden können. Dadurch soll einerseits ermöglicht werden, dass diese Stunden dokumentiert sind und andererseits sollen auch die Admins an den Schulen nicht zu stark belastet werden. Diese QB-Stunden sind für die Abrechnung nicht relevant. Ja, die Präsentation gliedert sich in drei Teile. Einerseits die Vorbereitung, das muss nur einmal gemacht werden. Dann die Eingabe der Stunden und die Verplanung und dann als dritten Teil noch den Import in UNTIS. Beginnen wir mit der Vorbereitung. Es ist notwendig, bei den Stammdaten in WebUNTIS eine Aktivitätsart anzulegen. Sollten Sie die schon haben, können Sie auch eine verwenden und einfach verändern. Das geht natürlich auch. Hier legen wir eine neue Art an. Wir nennen sie QB-Unterricht mit dem Langnamen. Und der Schlüssel ist gar nicht notwendig. Kann man eingeben, ist aber nicht notwendig. Als zweites benötigen wir ein Buchungsformat. Das findet man unter Administration, Buchungsformate. Auch hier gilt das Gleiche. Wenn Sie schon eins haben, können Sie das natürlich verändern. Aber Sie können natürlich auch ein neues anlegen. Wir nennen das hier QB-Buchungen. Sie können natürlich auch jeden anderen Namen wählen. Sie sehen hier unten viele Häkchen, die sind nicht alle notwendig, aber was notwendig ist, ist, dass hier die Fächer ausgewählt werden, QBBE, QBGL und QBIB. So können dann auch nur diese Fächer gebucht werden. Und bei der Unterrichtsart wählen wir QB-Unterricht. Dadurch wird eben die Buchung dann eingeschränkt auf nur diese Unterrichte. Als nächsten Schritt müssen wir diese Rechte jetzt auch den Gruppen zuweisen. Wir gehen zu Rechte und Rollen, gehen ganz unten in den Expertenmodus und bei den Lehrkräften klicken wir auf den Bleistift und da können wir jetzt das angelegte Buchungsformat, in unserem Fall QB-Buchungen, zuordnen. Ganz unten bei den Aktivitätsarten schauen wir, dass als zugeordnete Aktivitätsart QB-Unterricht drinnen bleibt. Speichern nicht vergessen. Und dann gehen wir noch auf die rechte Seite zu den Rechten. Zwei Rechte müssen wir setzen in dieser Benutzergruppe. Das wäre einerseits einmal Buchenraum, alle vier Hackerl. Und andererseits auch Stundenplanänderung für Buchungen. Wiederum bitte ganz unten das Speichern nicht vergessen. Dann brauchen wir noch die Einstellungen für die Fächer. Hier können wir diesen Fächern nämlich die Abwesenheitskontrolle wegnehmen. Dadurch erscheinen diese Stunden nicht bei den offenen Stunden, wenn keine Abwesenheitskontrolle vorgenommen wurde, was natürlich praktisch ist. Ja, wir kommen zum zweiten Teil, die Unterrichte anlegen und verplanen. Das kann jetzt nun jede einzelne Lehrkraft machen. Unter Unterricht, mein Unterricht, gibt es den Button Neuer Unterricht. Wenn man da draufklickt, dann kann man einen Unterricht auswählen. Lehre ist vorausgewählt, ich wähle das Fach aus. Und ich kann auch die Anzahl der Jahresstunden auswählen. Damit wäre dieser Unterricht schon angelegt. Und als nächsten Schritt kann ich über zusätzliche Stunden auch eine weitere Stunde einfach verplanen. Ich kann einen Raum aussuchen, ist aber nicht unbedingt notwendig. Wenn ich keinen brauche, lasse ich das einfach aus. Jetzt gehe ich auf Suchen und mit Buchen kann ich eben diesen Raum einfach buchen. Nun ist der Unterricht verplant, die Stunde ist verplant. Ich kann hier auch noch bei den Ansichtseinstellungen ansehen, wie viele von den geplanten Stunden verplant sind. Im Stundenplan ist diese Stunde natürlich auch drinnen und ich sehe sie hier mit dem Raum und dem Fach im Stundenplan der Lehrkraft.
Natürlich sind auch die Berichte zur Verfügung. Hier kann ich mir die Lehrstoffeinträge, die eingetragen wurden, ansehen, wie bei allen anderen Unterrichten. Ja, der letzte Teil betrifft den Import in UNTIS. In UNTIS kann ich über diesen Web-UNTIS-Dialog die QB-Stunden übernehmen, die Buchungen, die Prüfungen zum Beispiel. Ich klicke hier drauf, dann erscheinen hier diese Stunden. Ich klicke auf Übernehmen und die Stunden sind sofort in der Vertretungsplanung sichtbar. Sie sind in den Lehrerplänen, in den Raumplänen. In der Vertretungsplanung sieht man, ob die Lehrkraft eingesetzt werden kann oder nicht. Und damit ist die Sache eigentlich schon erledigt. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.